think of that. Von Essen reden ist fies. Ihr müsst doch bis 20 Uhr ohne aushalten. Denn nur ein Mund und weil verwarmt und weh. Und Internet weg. Oh! Duft hat's heute nicht einfach. So. Jetzt weiß ich gerade noch nicht. Das wollte ich ja beim letzten Mal tatsächlich mal nachgucken. Ich glaube, ich sehe die Leute einfach noch nicht, ne? Ich glaube, ich sehe einfach noch nicht, wer hier geht und steht. Nee. Gut. Dann die Frage aller Fragen, wo müssen wir hin? Nach da hinten. Dann einmal Schokobo und aufsitzen und los. Also unnehmbar essen. Well. Meine Pizza macht erstmal einen Abgang. So. Nur einmal. So, etwas lauter machen. Das andere war im Norden, ne? Ja, Nordwesten. Glaube ich auch der letzte, der uns dann so noch fehlt. Von den freien Dingern. Und dann einmal in diese Richtung. Ah, da vorne müssen wir hin. Da? Ja. Hallöchen. Nicht gerade freundliche Gesellen. Ich glaube, die sind nicht so erpicht darauf, mit uns zu reden. Pärchen. Wo sind wir denn jetzt denn? Okay, ich freue auch noch. Genau so wie dich. Ganz, ganz wichtig. Dann die Tote. Ah, da oben. Aber die Musik hier ist cool.
Die hat was. Jetzt seid ihr dran. Noch mehr. Ach, und schon. Ja. Komm, da steht sie, ne? Na gut, laufen wir einfach mal durch. Fallen zwischendurch. Das wird ja auch jetzt ganz sinnvoll. Auch einmal. Du wirst mich wahrscheinlich auch angreifen. Da hinten. Die Musik ist echt cool. Ich befürchte nur, dass wir hier bald wieder auf etwas ganz, ganz Schlimmes stoßen. Ausgezeichnet, das sollte gereicht haben, um die Kolonie gegen uns aufzubringen. Würde mich doch schwer wundern, wenn wir ihren Anführer nicht auf den Plan gebracht hätten. So weit, so gut, doch jetzt wird es ernst. Wenn wir uns gefangen nehmen lassen, erwartet uns der Kampf gegen den Primär. Sag mal Bescheid, sobald du bereit bist. Ich bereit gegen einen Primär? Gar nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0. Herr des Krieges. Sicher taucht schon bald der nächste Trupp genaht auf. Du weißt Bescheid. Diesmal leisten wir keine Gegenwehr. Eindringlinge, ergebt euch, ihr seid umzingelt. Wehe uns, diese Übermacht sind wir nicht gewachsen. O erhabene Krieger der Gnad, ich flehe euch an, verschont uns. Lasst eure weisen Gott über uns richten. Wir werden uns seinem Urteil fügen. Pass auf, und am Ende kommt der nicht. Meine Pizza löst sich auf. Auch nett. Also gut, warten wir darauf, dass sie Gott sich zeigt. Wir werden Zeit für die Vorbereitung der Beschwörung brauchen. Das sollten wir ausnutzen. Falls es nötig wird, dass wir uns zeitweilig vom Schauplatz entfernen, sollte uns der Lust nach draußen führen.
Doch wir sind schließlich gekommen, um zu kämpfen und nicht um zu fliehen, nicht wahr? Natürlich. Natürlich sind wir das. Und kriegen wir jetzt den Arsch versohlt? Bisher läuft alles nach Plan. Von 12. Oh, großer Eroberer! Die Kolonie benötigt deinen göttlichen Beistand. In der Tat. Heiliger Ravanna, Schwertmeister und Kriegsbringer, erhöre die Gebete deiner Kinder. Nett. Wirklich nett. Ruhm der Kolonie. Was begehren meine Kinder? Oh, göttlicher General. Wir haben Eindringlinge gefasst. Nehmt sie an als ein Opfer an eure Herrlichkeit. Mich nahm hier ein Palermo. Das ist so. Dieses zweischalige Ungeziefer hat es gewagt, dass der. Das ist so eine fliegende Ameise. Zu betreten. Mit Schwertern. Erhabener Gott der Gnade. Es war nicht unsere Absicht, euer Hoheitsgebiet zu verletzen. Nö, überhaupt nicht. Einzig die Frage, warum ihr Krieg gegen die Drachen führt, hat uns zu euch getrieben. Du spielst mit dem Tod, um deine Neugier zu stillen, Alison. Was interessieren dich die Angelegenheiten der Gnade? Solltet ihr etwa Verbündete noch im Krieg gegen die Drachen suchen? Verbündete, die sich besser gegen die schuppige Brut schlagen als ihr? Krieg ist nicht unsere Absicht, großer Ravana. Im Gegenteil, wir wollen den Krieg gegen die Drachen beenden. Doch das geht nur, wenn die Gnad ihre Waffen niederlegen. Bislang lebte euer Volk in Frieden. Was hat es dazu veranlasst, seinen Gott zu rufen und gegen die Drachen zu ziehen? Deine Frage ist bedeutungslos. Das Leben ist ein ewiger Kampf. Meine Kinder haben auf ihren Moment gewartet, während sie in den Schatten des tausendjährigen Konfliktes kauerten. Sowohl ritterliches als auch dravanisches Blut den Boden tränkt,
ist unsere Zeit gekommen. Die Drachen müssen sterben, damit meine Kinder frei von Furcht leben können. Und ich, der Gott des Krieges, bin die Manifestation dieses Wunsches. Ganz, ein ganz schön hässlicher Wunsch. Dann soll es Krieg sein, der auch unseren Disput löst. Wir fordern Nein, euch zum Kampf. Tun wir nicht. Versprecht, dass die Gnad ihren Feldzug aufgeben, sollten wir siegreich sein. Für Sterbliche seid ihr ziemlich kühn. Also gut. Ich, Ravana, Meister der vierfachen Klinge, nehme eure Herausforderung an. Doch auch ich stelle eine Forderung. Solltet ihr versagen, werdet ihr Teil der Kolonie und dient mir als willenlose Krieger bis ans Ende eurer Tage. Und da habe ich was gegen. Dieser Tag wird nicht kommen. Oh, sollte denn dafür nicht so sicher. Werde ich sorgen. Spinne. Ganz große Spinne. Hi. Peace. Das ist gerade sehr ungünstig. Heinrich, könntest du in die nächste Ecke krabbeln? Eventuell? Bitte nicht in den Weinkeller. Heinrich! In die Ecke bitte. Gott, fall bloß nicht runter. Gott. Du hast so schöne lange Beine. Hast du die extra wachsen lassen? Heinrich? Nein, bitte nicht wieder runter. Oh Gott, was mach ich jetzt? Wie werde ich hier Spinne los? Nein, krabbel wir nach oben. Ich hab nichts, womit ich die platt machen kann. Na! Oh Gott. Tut mir leid, Joand. Tut mir leid. Das ist zu viel des Guten. Die zuckt doch. Oh Gott. Genau, krabbel da hinten hin. Jo. Meisterin des Spinnentötens. Hat super geklappt. Jetzt läuft die irgendwo am Boden rum. Spinnen sind unbesiegbar. Ich sag's immer wieder. Oh Gott. Oh. Warte mal, hab ich noch irgendwo irgendwas, womit ich das persönlich die genauen Kinder denn jetzt mache? Das Schlimmste ist, die Spinne lebt ja noch! Weißt du, die war wirklich so zusammengeknautscht an dem Papier. Die ist einfach wieder aufgegangen und weitergelarrend. Die ist jetzt irgendwo in der anderen Zimmerecke. Ich wisch nur kurz ihr Blut weg. Widerliche Viecher. Unkaputtbar. Ich sag's immer wieder. Und ihre 1000 Kinder sind mir tatsächlich mal so minimal egal. Die können ja überall rumlaufen. Das ist mir ja egal, solange sie nicht in meine Nähe kommen. Ich habe es Heinrich gesagt. Ich habe Heinrich davor gewarnt, wenn er in meine Nähe kommt. Das hat Heinrich jetzt davon. Heinrich hätte einfach in seiner Ecke bleiben sollen. So, jetzt ist alles wieder gut. Ich hoffe, ihr steht zu eurem Wort. Wunderbare Missfliegen, ja, genau.
Heinrich findet sein Bein nicht. Ich glaube, Heinrich hat sogar noch alle Beine. Nachgiebig wie Stahl, kleine Göttin. Im Gegenteil, du hast meine Vorfreude nur noch gesteigert. Ich glaube, Heinrich habe ich sogar kein Bein ausgerissen. Er hat nur ein bisschen Blut verloren. Insofern, ich bin Blut haben. Das komische Zeug, was da aus denen rauskommt. Dieses Himmelsstürmer oder Himmelsstoßen oder wie das da von Kiva heißt. Ihre komische Attacke. Haben die diese Wirkung jetzt? Beine wird gut reguliert. Oh Gott. Ja. Widerlich. Ist also recht wichtig für die zu bewegen. Ja, gut. So viel Blut hat er nicht verloren. Das war nur ein bisschen. Deswegen konnte er weiterlaufen. Das lief eher weniger gut. Das ging wohl meine Hose. Wahre göttliche Macht lässt sich nicht durch List erschleichen. Und du? Bist du eine Kriegerin? Oder kriegst du vor mir im Stau? Ja, nee. Darf ich weglaufen? Ah, es kribbelt jetzt überall. So, jetzt habe ich meine Wunde gefasst. Das ist toll. Nee, nee, ich will nicht allein gegen das Viech da kämpfen. Kriegerin also. Hoffentlich bist du fähiger als deine schwächliche Gefährtin. War klar. Juhu. PvP-Front. Ich habe jetzt. Ah, ach stimmt, das habe ich ja beim letzten Mal freigeschaltet. Ach ja. Ach ja. Ja, dann mal gucken, wie lange ich warten darf. Können sich jetzt nur wieder um Stunden handeln? Ja.
Ach ja. Schlimmste ist halt, dass ich jetzt in der Zeit nichts anderes machen kann. Halt so minimal doof. Ja, wenigstens lebt sie noch. Ob wir hätten ein Problem, wenn sie denn niederliegen würde. Oh Leute. Die bräuchten doch nur einen Tank und einen Heiler. Dann würde das Ganze schon viel schneller gehen. Habe ich mal erwähnt, dass ich warten hasse? Ja, dann wurde es hoch. Durchschnitt 5 Minuten, da glaube ich nicht dran. Wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer. Überleg gerade, was wir sonst noch machen könnten, aber. Ich muss ja neben, wir uns ein paar Nebenquests machen. Ich habe gar nicht so viel. Die meisten führen, glaube ich, in irgendwelche. Oder halt auch zu irgendwelchen. Innis. Deswegen könnte ich hier abgeben. Wie gesagt, das meiste ist, glaube ich, halt einfach nur, um die schweren Sachen für einige Indies freizuschalten. Die halt einfach irgendwas angenommen habe, aber nie großartig hingegangen bin. Mit den Windetheriten kommen wir, glaube ich, auch noch nicht weiter mit dem Gebiet hier. Denn hier oben kann ich suchen. Da oben komme ich noch nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Schokobo-Stein. Ich bin am Schokobo. Ah, okay, das ist nur ein Linien-Schokobo. Das Diarium haben wir, glaube ich, auch schon fertig. Und so viel haben wir gar nicht mehr. Ganz kleinen Mini-Quests mache ich halt einfach nicht. Nein, lass mich. Lass mich in Ruhe. Gewürzsauce. Aber ist das da nicht auch irgendwie mit diesem ganzen Warten und auf
Gruppen hinsehen. Goldsaucer kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Weil ich glaube, ich werde es ja nur einmal. Boah. Ist wie ein Jahrmarkt. Wir gucken erstmal. Zur Not kann ich erstmal alles abarbeiten da. Und zumindest freischalten. Das war ein In- und Hergerinne, aber gehen wir trotzdem hin. Warum lass mich? Warum ich würde ich nicht? So. Eine Windätherquelle haben wir. Wie fehlen uns noch? Großer Reinfall. Wie weit ist es von hier bis... Okay. Suchen wir einmal nach der letzten Quelle da hinten. Das würde, glaube ich, mit am längsten dauern. Hoffe ich. Da hinten kommen wir noch nicht hin. Ja, ich will ja gleich nach Westen. Und zwar hier kann ich Richtung Westen. Das bringt mich nicht weit. Den hat da unten. Und unten waren es ja 1000 Schritte oder sowas. Und die Suche könnte sich schwierig gestalten. Wir müssen irgendwie Richtung Westen kommen. Das ist auf jeden Fall für mich jetzt der falsche Weg. Es kommt echt keiner da rein. Ich glaube, hier ist das nicht. Ah, jetzt! Ich glaube, das wird irgendwo da sein. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Das Schlimmste ist, wir müssen da gleich wieder zurücklaufen dahin. Um das abzugeben. Die Musik ist interessant. Ich will nicht. Habe ich erwähnt, dass ich nicht will?
hier jetzt schließen. Einzige Bade. Also ich finde den Kerl recht ungemütlich, muss ich mal so sagen. Ich freue mich schon wieder vom Zuschauen. Echt? Aber wieder einfach mal einer einen Disconnect hat, ne? Ich gerade nicht. Nein. Ist hier noch irgendwo ein Geisterfalter? Kann man wieder? Komm schon. Leicht ungemütlich. Aua. Aber die Musik ist mega geil von dem. Oh Gott. Die Musik ist mega cool. Ich brauche das Lied in meiner Playlist. Das ist genauso geil wie das Moku. Mugesin. Du
mobiles Netz. Sehr cool. Toll, der Kampf für ein Expert. Oh Gott. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, ey. Ich will mir das gar nicht auf noch schwerer vorstellen. Aber die Musik ist geil. Mega cool. Nein! Ich hab's tatsächlich geschafft, runterzufallen. Das Geilste ist, dass das nicht nur mir passiert ist. Ja. Weißt du, von allen Ecken, ne? Muss ich genau in die reinfallen. Jo. Ich weiß gar nicht, bei wem mir das noch passiert war. Bei Titan, glaube ich, oder? Doch, bei Titan war das genauso. Das ist, wenn man einen einzigen Fehler macht. Ja, ist ja gleich. Weiß nicht, es ist immer so peinlich, wenn man... Ja, was tatsächlich da runterfällt. Ich finde das immer so ätzend. Frau Ravanna ist so ziemlich jeder prima, mit dem man runterfallen kann. Ah, scheiße. Das wird ja richtig schön für mich. Ich sehe aber, ich ahne, wir müssen das vielleicht noch rummachen. Ich glaube, unser einer Heiler packt das nicht alleine. Ja, toll. Vor allem, der hier ist Disconnect. Der ist ein Disconnect. Wo springt denn tot? Hinter ihm stehen. Okay. Ach ja, schön. Konzentriert. Oh Gott. Das war mein richtiges Schritt. In meine Richtung
so ein bisschen unverwinkelt. Okay. Waren das jetzt alle Viecher? Ich glaube. Ich mag den nicht. Der ist scheiße. Nicht. Jetzt beginne ich wieder den Todesteil der Musik. Ich mag den immer noch nicht. Der lebt immer noch. Ja, wir haben das erste Mal verkackt. Aus Gründen. Ich würde da gerne komplett weggehen. Komm schon. Bäh. Oh, die Musik von dem ist cool. Ja. Ich finde die auch echt mega cool. Der heilige Ritus des Kampfes hat eine Siegerin hervorgebracht. Ich nehme mal, was ich dann die roten Flächen des Sport erzeugst. Okay. Mal sehen, wie lange ich das behalte. Oh, ich glaube, am schlimmsten ist für mich, wenn die es runterfallen. Ja, komm. Tschüss. Oh. So, wahrscheinlich bin ich gleich wieder irgendwo in der Wallerei. Ich glaube, die sind nicht begeistert. Müsste neu drin landen. Ja, ich befürchte es. Was für ein Kampf, Kriegerin des Lichts. Ich habe auf die falsche Karte gesetzt. Doch du konntest das Blatt noch wenden. Die Bewunderung, die du allerorts genießt, hast du dir wahrlich verdient. Ravana mag grausam und gnadenlos sein, doch schlägt der Stolz eines Kriegers in seiner Brust. Er wird sein Wort halten. Solange die Drachen die Gnad in Ruhe lassen, haben sie von ihm nichts zu befürchten.
Lass uns Widofnir die frohe Kunde überbringen. Noch jemand, der sie toll findet? Ach, Hallöchen. Und wieder einmal hast du das Unmögliche vollbracht, Botin des Lichts. Doch deine Welt wird keine Ruhe finden. Nicht solange Furcht und Angst in den Herzen ihrer Bewohner nisten. Die Götter werden ihre Urgewalten aufeinander prallen lassen und Eorzea in einem Strudel aus Chaos ertränken. Nee, werden sie nicht. Ruf ich. Okay. Definitiv. Oh. Hallöchen, meine Holde. Ich finde ihre Rüstung cool.